Auch mit Big Data, mit modernem Big Data Management ist inzwischen unfassbar vieles möglich. Walmart, dieser Handelsriese, die sammeln seit Jahren ihre Kundendaten und die können inzwischen aus dem veränderten Kaufverhalten von jungen Frauen erkennen, ob diese Frauen schwanger sind. Und zwar früher, als den Frauen selbstbewusst ist. Macht mir persönlich ein mulmiges Gefühl. Deswegen schlage ich seit einiger Zeit zurück und kaufe einmal die Woche im Supermarkt Produkte, die überhaupt nicht zusammenpassen. Eine Flasche Weizenkorn, zwei Rollen Zahnseide und die Emma. Mein Name ist Vince Ebert, ich bin tatsächlich diplomierter Physiker. Ich bin nach Oskar Lafontaine und Angela Merkel der dritte deutsche Physiker, der sein Geld im Bereich Kabarett und Comedy verdient. Das heißt, ich versuche den Menschen wissenschaftliche, wirtschaftliche Grundlagen mit den Gesetzen des Humors zu vermitteln. Und manche stutzen da immer und sagen sich, Wissenschaft und Humor, wie passt das zusammen? Großes Vorurteil, als ich zum ersten Mal in ein Physiklabor gekommen bin, habe ich ein Schild mit der Aufschrift gelesen, bitte nicht mit dem verbleibenden Auge in den Laser gucken. Also es wird sehr viel gelacht im Labor. Ich freue mich auch, dass Sie Humor haben. Ich möchte in den nächsten 18 Minuten so ein bisschen über dieses große Thema Digitalisierung sprechen. Werden Computer irgendwann mal intelligenter und kreativer arbeiten als wir? Werden sie vielleicht sogar irgendwann mal die Herrschaft übernehmen? Das war in Amerika schon mal der Fall. Da wurde Kalifornien 8 Jahre lang von einem Terminator T-800 regiert. Ja. Und das könnte auch bei uns in Deutschland kommen. Sind Ihnen schon mal diese ruckartigen Bewegungen von Klaus Kleber im Heute-Journal aufgefallen? Ja? Ich persönlich glaube ja, das ist kein Mensch. Das ist ein Avatar, der auf einem alten Betriebssystem von Florian Silbereisen läuft. Man weiß es nicht. Ich möchte heute eine etwas ketzerische Frage in den Raum stellen. Könnte es sein, dass die Versprechungen, dass die Euphorien, die man mit der Digitalisierung verbindet, eventuell übertrieben sind? Dass wir uns also nicht in einem Zeitalter von Big Data, sondern von Big Dadaismus befinden? Also von einer Art digitalen Hysterie? Nehmen Sie zum Beispiel Google. Google hat jetzt vor einiger Zeit einen Algorithmus entwickelt. Dieser Algorithmus hat vollkommen selbstständig 10 Millionen YouTube-Videos gescannt und kann jetzt mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% eine Katze erkennen. Ja, ist das spektakulär? 75% Wahrscheinlichkeit. Okay, der 2-jährige Sohn meiner Nachbarin kommt auf 100%. Ich sag's mal salopp, ein Unternehmen, das bei jeder vierten Katze sagt, wird vielleicht auch ein klein wenig überschätzt. Ich meine, genau genommen ist ja das Informationszeitalter schon vor langer Zeit, hat das begonnen. Vor 500 Jahren hat Johannes Gutenberg die Druckerpresse erfunden und damit die moderne Massenkommunikation ausgelöst. Kein Wunder, dass auch heute noch sein fast Namensvetter zu Gutenberg von der Kopierfunktion fasziniert ist. Auch die Globalisierung ist kein neues Phänomen. Im 16. Jahrhundert sind die Spanier nach Südamerika gefahren und haben den Indios Gold, Kartoffeln und Tomaten geraubt. Die Indios wiederum haben sich dafür revanchiert und spielen zur Strafe bis zum heutigen Tag Panflöte in der Fußgängerzone. Selbst intelligentes Datenmanagement ist ziemlich alt. Im Jahre 1855, die Älteren können sich noch daran erinnern, gab es in London eine verheerende Cholera-Epidemie. 14.000 Leute sind daran gestorben. Und die Menschen damals waren vollkommen frustriert, weil keiner wusste, was Cholera auslöst. Einige Mediziner haben geglaubt, sie könnten wenigstens durch das Betasten der Zunge erfühlen, ob jemand Cholera bekommt. Und weil sie sich nie die Hände gewaschen hatten, traf die Diagnose auch sehr oft zu. Ein Arzt jedoch hat sich nicht für die Krankheitsursache interessiert, sondern ist hingegangen und hat sämtliche Todesfälle auf dem Stadtplan markiert. Und dabei ist ihm aufgefallen, dass sich die Todesfälle um 3 verschiedene Brunnen gruppiert haben. Der Arzt trug den Namen Jon Snow, nicht der von Game of Thrones. Ja? Der hieß tatsächlich genauso. Und obwohl dieser Jon Snow nichts über Bakterien wusste, hat er eine Vermutung. Wahrscheinlich stimmt irgendwas mit den Brunnen nicht. Die Brunnen wurden geschlossen und die Cholera-Epidemie kam zum Stillstand.
Warum erzähle ich das? Weil Jon Snow 150 Jahre vor Google als einer der ersten Menschen eine Big Data Analyse entwickelt hat. Er hat Daten gesammelt, nach Mustern gesucht und kam so der Wahrheit auf die Spur. Und natürlich verändert die moderne Digitalisierung unsere Arbeitswelt, so wie Technologie die Welt schon immer verändert hat. Vor 300 Jahren hat man fast einen ganzen Tag gebraucht, um eine Strecke von 10 Kilometern zurückzulegen. Dann haben wir irgendwann mal das Auto entwickelt, mit dem man die Strecke dann innerhalb von nur 10 Minuten zurücklegen konnte. Und heute stellen wir so viele Autos her, dass wir für die 10 Kilometer wieder einen ganzen Tag brauchen. Wahrscheinlich hat Google deswegen auch das selbstfahrende Auto entwickelt. Das könnte sich dann morgens um 6 vollkommen selbstständig in den Stau stellen, damit wir 2 Stunden länger schlafen können, um später dann mit der S-Bahn nachzukommen. Auch mit Big Data, mit modernem Big Data Management ist inzwischen unfassbar vieles möglich. Walmart, dieser Handelsriese, die sammeln seit Jahren ihre Kundendaten und die können inzwischen aus dem veränderten Kaufverhalten von jungen Frauen erkennen, ob diese Frauen schwanger sind. Und zwar früher, als den Frauen selbstbewusst ist. Macht mir persönlich ein mulmiges Gefühl. Deswegen schlage ich seit einiger Zeit zurück und kaufe einmal die Woche im Supermarkt Produkte, die überhaupt nicht zusammenpassen. Eine Flasche Weizenkorn, 2 Rollen Zahnseide und die Emma. Und dann stelle ich mir vor, wie diese Datenbank-Experten von Rewe vollkommen verwirrt auf diese bizarre Einkaufsliste starren. Was zum Teufel ist das für ein Konsument? In welche soziodemografische Cluster gehören die? Ist er vielleicht sogar schwanger? Man weiß es nicht. Und damit sind wir schon beim großen Knackpunkt von Big Data. Daten legen sich nicht von selbst aus. Es braucht immer einen menschlichen Blick auf die Sache. Wenn Sie dem Computer ein Bild von einer Musikkassette und einem Bleistift zeigen, hat er keine Ahnung, was das bedeuten soll. Gut, das haben 20-Jährige auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte die Macht von Algorithmen gar nicht so sehr in Abrede stellen. Damit können wir inzwischen Unwetter vorausberechnen. Wir können Logistikketten optimieren und ziemlich gute Prognosen über das Kaufverhalten von Zielgruppen machen. Aber Big Data Analysen haben eben immer Grenzen, weil sie nur Korrelationen und keine Kausalitäten erkennen können. Das wird oft verwechselt. Ich zum Beispiel komme aus einem sehr, sehr ländlichen Bereich, aus dem bayerischen Odenwald, aus Amorbach. Kennt ihr das hier, Amorbach? Ja? Ja. Eine der wenigen Städte, deren Stadtplan im Maßstab 1:1 rauskommt. Ja? 10 Häuser, 2 Kirchen, der Rest Attrappen. Oder anders gesagt, 4000 Einwohner, 3 Nachnamen. Und unter anderem auch streng katholisch. Und ich musste natürlich in Amorbach in meiner Jugend jeden Sonntag in die Kirche, ganz klar. Und das habe ich auch gemacht. Nur ein einziges Mal habe ich heimlich geschwänzt. Und 3 Tage später starb der Papst. Das hat mich jahrelang beschäftigt, weil ich eine Korrelation mit einer Kausalität verwechselt habe. Und in diese Falle tappen selbst Menschen, die sich sehr gut mit Zahlen auskennen. Später dann in meinem Studium habe ich mal auf einer Semesterparty mit meinem Statistikprofessor angestoßen, ohne ihm dabei in die Augen zu gucken. Und er sagt dann noch zu mir, ja, Herr Ebert, jetzt haben Sie 7 Jahre schlechten Sex. Und er hat recht gehabt. Gibt es jemanden hier im Raum, der schon mal sein Glück auf Parship versucht hat? Ja. Hat anscheinend super geklappt. Ja, das ist. Ich habe es mal gemacht, rein aus Recherchezwecken natürlich. Und das kennen Sie vielleicht, da muss man am Anfang irgendwelche absurden Fragebögen ausfüllen mit irgendwelchen qualitativen Daten. Welche Persönlichkeitseigenschaften erwarten Sie von Ihrem Partner? Welche von Ihrem Haustier? Gibt es Übereinstimmungen? Ja? Mit welcher Sportart würden Sie Ihre letzte Beziehung vergleichen? Tennis, Marathon, Kleinkaliberschießen, also solche Sachen. Und dann wird alles in so eine Datenbank eingegeben und diese Daten von einem werden dann mit allen potenziellen Partnern abgeglichen und bei genügend hoher Übereinstimmung wird man dann einander vorgestellt. Und auf dieser Basis verliebt sich dann alle 11 Minuten ein Single. Ja. Das hört sich im ersten Moment toll an.
Aber wenn man sich mal die Mühe macht und die 11 Minuten auf ein Jahr hochrechnet und mit der Gesamtzahl aller Parship-Mitglieder abgleicht, kommt man zu einem ziemlich frustrierenden Ergebnis. Wenn sich von 5 Millionen deutschen Parship-Mitgliedern alle 11 Minuten einer verliebt, dann gehen im Jahr 99% leer aus. Da haben sie selbst auf einer Tupper-Party im Odenwald eine größere Erfolgschance. Das habe ich Ihnen. Warum hat Partnersuche mit Computeralgorithmen ihre Grenzen? Weil man irrtümlich davon ausgeht, dass alle Daten, alle Informationen über unser zukünftiges Verhalten in den Daten der Vergangenheit liegen. Aber ob eine Beziehung wirklich klappt, erfährt man immer erst im Zusammenspiel, wie man gemeinsam Konflikte löst, wie man Probleme angeht, wie man miteinander kommuniziert. Und das sind alles Informationen, die es in der Vergangenheit noch gar nicht gibt. Zum Beispiel ist eine der größten Erfolgsquoten für eine stabile Beziehung der gemeinsame Humor. Ich kann es in meiner Ehe eindeutig bestätigen. Meine Frau hat einen tollen Humor. Wir waren neulich bei einem befreundeten Pärchen eingeladen, die ihr erstes Kind bekommen haben. Kim. Sagt meine Frau, Kim, ha, wie der nordkoreanische Diktator. Gut gewählt, so wie der brüllt. Ich fand's lustig. Ja, das. Die junge Mutter, bisschen angepisst, sagt zu meiner Frau, Kim ist ein Mädchen. Und meine Frau, oh, ein Mädchen, naja, endlich mal nicht so ein affiger Name wie Leonie. Hat die Kim noch einen zweiten Namen? Ja, wir wurden nie wieder eingeladen, aber jedes Mal, wenn wir uns an die Geschichte erinnern, lachen wir uns tot. Gemeinsamer Humor verbindet. Und genau den können Sie durch einen Algorithmus nicht abbilden. Computer haben weder Humor, noch haben sie irgendwie eine Idee, wie zwei Menschen miteinander auskommen könnten. Einige sagen jetzt vielleicht, naja, mit Hilfe von dieser künstlichen Intelligenz wird das ja bald möglich sein. Immerhin ist es einer Maschine vor einiger Zeit gelungen, den weltbesten Spieler in dem Brettspiel Go zu schlagen. Aber ist eine Maschine, die uns im Schach oder im Go schlägt, wirklich intelligent? Ich finde, sie wäre dann intelligent, wenn sie sagen würde, ich habe jetzt keine Lust mehr auf Go, ich möchte lieber Pokémon Go spielen. Denn um so etwas zu tun, brauchen Sie was typisch Menschliches, ein Bewusstsein, eine Vorstellung davon, was Sie tun möchten und vor allem, wer Sie sind. In einfachen Ansätzen haben Sie auch Tiere. Wenn Sie einem Schimpansen einen roten Fleck auf die Stirn malen und ihn vor den Spiegel setzen, dann checkt er, dass er sich selbst im Spiegel sieht und greift sich an die Stirn. Das können nur ganz wenige Tiere. Und auch der Odenwälder tut sich teilweise schwer. Vor allem in der Bockbierzeit. Ja? Wenn Sie dann einen Odenwälder Ureinwohner vor einen Spiegel setzen, dann stutzt er kurz und holt die Mau-Mau-Karten raus. Aber es ist wenigstens seine eigene Entscheidung. Computer können das nicht. Die haben keine Ahnung, was sie tun und warum sie es tun. Bis zum heutigen Tag versteht kein Computer eine einfache Kindergeschichte, die man ihm vorliest. Prozessoren wissen auch nicht, dass man nach dem Tod nicht mehr zurückkommt. Oder dass man mit einem Bindfaden ziehen kann, aber nicht schieben. Eine simple Fruchtfliege hat kaum mehr als 100.000 Neuronen. Das ist ein Bruchteil der Rechnerkapazität von einem iPhone. Aber damit kann sie problemlos in 3 Dimensionen navigieren, Looping-Manöver durchführen und so ein Hausmüll in einen Swingerclub verwandeln. Zahlen und Algorithmen sind tolle Tools. Aber sie werden nie die menschliche Kreativität ersetzen, weil sie vollkommen anders arbeiten als menschliche Gehirne. Einen guten Freund aus 60 Metern von hinten zu erkennen, das fällt uns leicht. Ein Computer, der kann das nicht. Der hat keinen guten Freund. Dafür kann der blitzschnell 73 mit 26 multiplizieren. Ein Mensch, der das kann, hat meistens auch keinen guten Freund. Computer rechnen, Gehirne verstehen. Das ist der fundamentale Unterschied. Und solange ein Computer nicht versteht, was er tut, ist er weder intelligent noch kreativ. Und er hat erst recht keinen Humor. Wir Menschen schon. 2 Kolibakterien kommen in eine Bar.
Sagt der Barkeeper, tut mir leid, wir bedienen keine Kolibakterien. Sagen die zwei, wieso bedienen? Wir arbeiten seit Wochen bei dir in der Küche. Wir können sicherlich deutlich schlechter rechnen als ein Pentium 4-Prozessor. Aber dafür haben wir Fantasie. Und mit genau dieser Fantasie können wir in die Zukunft blicken. Wussten Sie, dass Walt Disney 2 Wochen vor der Einweihung von Disney World Florida gestorben ist? 20 Jahre hat der arme Kerl daran gebaut, aber er hat es nie zu Gesicht bekommen, haben damals die Leute bei seiner Beerdigung gesagt. Aber sein Bruder hat nur mit dem Kopf geschüttelt und hat gemeint, falsch. Der hat das alles schon vor 20 Jahren gesehen. Und ihr könnt es heute betrachten. Es ist genau diese... Es ist genau diese Vorstellungskraft, die uns Menschen so außergewöhnlich macht. Viele denken, wir unterscheiden uns vom Tier im Wesentlichen durch unsere hohe Intelligenz. Andererseits, was wohl unser Hund denkt, wenn wir ihm den Kackbeutel hinterhertragen. Es ist eben nicht nur unsere hohe Intelligenz, die uns so außergewöhnlich macht, sondern die Fähigkeit, über die Zukunft nachzudenken. Schimpansen kämen nie auf die Idee, Geld für die Rente zurückzulegen. Wir schon. Wir können uns Dinge vorstellen, die in der Realität nicht existieren. Wie genau die Digitalisierung unsere Zukunft prägen wird, wissen wir nicht. Es wird sich sicherlich einiges verändern. Manches wird gleich bleiben. Vielleicht ja sogar das meiste. Bin mir zum Beispiel nicht sicher, ob sich das selbstfahrende Auto in der Breite wirklich durchsetzen wird. Denn was wir im Autofahren ja gerade so lieben, ist Selbstbestimmung, Autonomie. Einen fahren lassen ist nicht cool. Wenn wir unser Gehirn benutzen, müssen wir vor der digitalen Transformation keine Angst haben. Im Gegenteil, noch vor 10 Jahren wurde Rudolf Mooshammer mit einem Telefonkabel erdrosselt. Es wäre heute rein technisch überhaupt nicht mehr möglich. Aber wir müssen offen für Neues bleiben. Und dafür müssen wir unser Gehirn auch benutzen. Und zwar richtig, es wurde nicht dafür konstruiert, um PowerPoint-Präsentationen zu formatieren oder Excel-Listen aufzustellen, sondern um Ideen zu entwickeln und um andere mit diesen Ideen zu begeistern. Als Pep Guardiola noch den FC Barcelona trainierte, wurde er einmal nach Boston ans MIT eingeladen. Und dort hat man ihn gefragt, ob er sich denn vorstellen könnte, eine Mannschaft aus Robotern zu trainieren, die man extra für ihn konstruieren und programmieren würde. Und wissen Sie, was er gesagt hat? Die größte Herausforderung für einen Trainer ist nicht, eine kluge Strategie zu entwickeln, sondern sie in die Köpfe der Mannschaft zu bekommen. Und dazu müssen die Spieler die Strategie auch wirklich verstehen. Und sie müssen sie kreativ anwenden können. Dazu brauchen sie Leidenschaft, Freiheit, Humor und den Mut, Fehler zu machen. Das sind alles Dinge, die ein Computer niemals können wird. Haben Sie also Mut, Fehler zu machen. Tun Sie ab und an mal was Bescheuertes, es muss ja nichts Großes sein. Schenken Sie einem Gewerkschaftler einen FDP-Kugelschreiber. Putzen Sie Ihre Zähne morgens mit Elmex und abends mit Aronal. Brechen Sie die Regeln und pinkeln Sie beim nächsten Schwimmbadbesuch einfach mal ins Becken. Und wenn Sie mutig sind, auch vom Fünfer. Denn wenn wir Menschen niemals etwas Bescheuertes gedacht hätten, wäre auch nichts Vernünftiges entstanden. In diesem Sinne, viel Glück, Dankeschön. Vielen Dank. Und bevor du jetzt auf Vince Ebert hörst und etwas Bescheuertes machst, mach erstmal etwas nicht Bescheuertes. Wenn dir das gefällt, diese Vorträge, dann erlebe mal live 10 Redner an einem Abend. Besuch unsere Rednernächte und abonniere den Kanal.